Hallo Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft Projekt. Ich habe ja letztes Mal da hinten was angefangen. Vielleicht hat es jemand erraten. Seht ihr in den Kommentaren. Vielleicht sollte ich auch mal ein Bett mit dahin zu nehmen zur Baustelle. Muss ich nicht immer hierher zurücklaufen. Und da wird man jetzt ganz schnell weiterbauen. Was suche ich denn eigentlich? Keine Ahnung. Eigentlich will ich schlafen. You can only sleep at night. Oh, der Satz regt mich so auf. Sorry. So. Ich will doch nur schlafen, Mann. Ah, endlich. Wird ja auch Zeit. So, Bett nehmen wir jetzt mal mit. Und ein bisschen Holz brauche ich noch. Holz. Holz, Holz, Holz. Also was ich cool finde bei Minecraft ist, dass sie die großen Bäume eingefügt haben. Weil damit erleichtert man sich das. Also natürlich ist es ein bisschen schwerer Holz zu farmen, weil man nach oben bauen muss. Aber man hat einfach mehr von einem Baum. Von einem Baum kriege ich hier so viel raus wie manchmal von 10 Bäumen. Irgendwo muss noch Holz sein. So, die letzten Tage kamen ja relativ wenig Videos. Lag ein bisschen daran, dass ich sehr viel unterwegs war. Gab die diverse Dart-Turniere, die ich gespielt habe. Mit mäßigem Erfolg. Aber ich spiele ja auch noch gar nicht so lang. Und dafür war es dann in Ordnung. Zurzeit ist ja auch wieder die Dart-WM. Ich bin mal gespannt, wie sich die Deutschen schlagen werden. Und natürlich auch die Österreicher. Ja, Max Hopp wird ja bald spielen. Am 23. Nee, ich komme da nicht ran. Das war klar. Ich hoffe mal, dass der Max gut spielt. Und dann sehen wir mal weiter. Er hat ja die letzten Wochen immer wieder PDC-Turniere gespielt. Und ja. Der hat viel Potenzial und vielleicht packt das auch mal die ganz Großen an der Nase rumzuführen. So, wir pflanzen hier jetzt auch noch ein paar Saplings an. Auch wenn wir das ja in der Baumform unten schon gemacht haben. Ist ja völlig wurscht. So, wenn es klappt, dann wachsen hier einfach Bäume. Und ich kann nur das Holz abernten, weil das Laub einfach nicht generiert wird, da das von der Erde verdrängt wird. Nein! Ich sollte vielleicht einfach mal die Löcher hier zubauen.
So. Bisschen Holz brauchen wir noch. Sind da jetzt schon wieder los? Das glitscht irgendwie. Also es zeigt mir eigentlich an, dass die Blöcke da sind. Aber irgendwie, jetzt. Irgendwie werden die nicht immer angezeigt. Passt schon, soweit. Ah, Quatsch. Da gehört ja auch was hin. So, jetzt bräuchten wir mal ein paar Leitern. Einfach einen H. Damit wir einfach da hochkommen zur nächsten Ebene. Oder zum nächsten Bau. Vorhaben. Hier machen wir jetzt mal eine Plattform. Fackel ist immer wichtig. Vergesst nie Fackeln zu setzen. Sonst habt ihr irgendwann ganz viele unerwünschte Besucher. Da bauen wir aber ein bisschen anders. Wir müssen da ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Gibt immer so Phasen, wo ich mich extrem drauf konzentriere, richtig zu bauen. Deshalb spreche ich da auch immer so wenig. Jetzt habe ich, jetzt habe ich schon wieder kein Holz mehr. Jetzt so ein Scheiß aber auch. Bin ich richtig? Ja. Nee, jetzt ist mal. Ach Gott. Also jetzt habe ich gar kein Holz mehr. So, wir kommen hier hoch. Das passt schon mal. Also für diejenigen, die es schon erraten haben. Ist natürlich jetzt ein bisschen uninteressant. Es wird eine Mühle. Wie ich finde, gehört die in so ein, na, soll ich mittelalterlich oder so ein älteres Dorf einfach rein. Und da wird dann eben auch ringsrum ein Haufen, wie heißen denn die Teile? Ich glaube, wir nennen sie einfach mal Felder angelegt. Das Bett wollte ich. Das Bett habe ich dabei. Ist in Ordnung. Genau, also da werden dann nur Felder angelegt.
dass die Mühle so wirklich im Feld drin steht. So habe ich mir das gedacht. Da ist noch nichts gewachsen. War da gerade ein Skeleton? Ich dachte, ich hätte eins gehört. Ah, toll. Dachte der Baum gerade einfach mal. Oh, da kommt jemand, da platziere ich mich. Da spawne ich doch einfach mal. So, die Mühle müssen wir jetzt noch zwei Blöcke höher machen oder so. Zwei, drei Blöcke höher. Dann kommt ein Dach drauf und dann kommt auch schon die Flügel der Mühle. Aber wie gesagt, es ist halt gerade ein bisschen doof, dass ich da so wenig Holz habe. Weil ich bräuchte schon noch ein bisschen mehr. Jetzt kann ich wieder nicht schlafen. Oh, und mein Haus braucht natürlich auch mal noch ein Dach. Und das zweite Stockwerk. Das zweite Stockwerk und ein Dach. Und vielleicht auch ein Balkon irgendwie. Gerade, was ich da noch alles brauche für die Mühle. Natürlich brauche ich ganz schön viel oder ein bisschen. Oder soll ich es mit Wolle machen oder nicht? Ah, man kann es natürlich auch einfach nur mit Zäunen machen. Das werde ich mir noch überlegen. Oh, seht, 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 seht. Guckt hier, guckt hier, guckt hier. Da ist ein Baum gewachsen. Natürlich ist es natürlich wieder so ein riesen Monstrum geworden, dass der hier oben alles gesprengt hat. Aber das ist egal. Weil die oberste Reihe von dem Baum kannst du jetzt trotzdem locker zu Fuß erreichen und die einfach abernten. Man musste nicht immer dich hochbauen und ich höre die ganze Zeit Geräusche und weiß, was ich was machen, sondern du kannst hier einfach ganz gemütlich das Teil abkloppen. Immer gleich wieder einen Sapling platzieren. War das eigentlich schon alles? Na, den Baum hier machen wir auch mal weg. Der stört hier nämlich ein bisschen. Oh, die zerstören auch Blöcke. Solche bösen Teile. Aber ich glaube, nur das Holz an sich zerstört die Blöcke. Wenn ihr da Laub hat darauf keinen Einfluss, das gibt nach.
So, gut, aber das Holz müsste jetzt erstmal wieder reichen. Die Ecken habe ich, glaube ich, jetzt damit gemacht. Und ich habe gesagt, ich will noch zwei höher. Es hat mal gereicht. Aber die soll nicht dahin. Nein, da auch nicht. Dahin. In die Richtung machen wir den Flügel. Dann machen wir hier mal ein bisschen Fenster rein. Das ist ein bisschen wenigstens. Oh, hat genau gereicht. Ein bisschen offener aussieht und nicht alles so kastenförmig. So, jetzt machen wir noch ein Dach. Das reicht natürlich nicht. Das reicht nicht. Also schnell noch mal hier Stufen holen. Nein, lass die Türe nicht auf. Uns hauen doch die Villager ab. Uns hauen doch die Villager ab. Die müssen hier eingesperrt bleiben. Ich habe es bisher geschafft, die ziemlich gut zu protecten. Wäre doof, wenn die jetzt dann einfach so mal verschollen gehen. Weil die brauchen wir natürlich noch. So. Das Dach setzen wir jetzt noch schnell drauf. Davon wollte ich noch ein paar haben. Ich habe doch da extra die Leitung hingemacht. Na, falsch rum. Muss doch unten anfangen. Weiß doch jedes Kind. So, ist wieder die Konzentrationsphase. Das geht schon recht gut. Na, wieder falsch. So.
Und jetzt kommt eben die Slab zum Einsatz. Die platzieren wir nämlich da oben. Dann können da nämlich keine Zombies spawnen. Das ist der Trick dabei. Auf Half Slabs können keine Zombies spawnen. Und jetzt habe ich keine Axt mehr, deshalb müssen wir das Holz hier mal kurz via Hand abbauen. So, das ist unsere mit einem Loch versehene Mühle. Da kommt jetzt eben auf dieser Seite dann noch dieser Mühlenarm hin. Und dann ist es auch schon fertig. Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich. Bis dahin, ciao, Minecraft.